Wir freuen uns, heute begrüßen zu dürfen den Herrn Carlo Schäfer, der uns vorlesen wird aus seinem neuesten Werk. Dazu wird es live Musik geben vom Herrn Mario Fadani und auch noch, und da können Sie ganz gespannt drauf sein, Live-Illustration von Herrn Thomas Binkelhaupt. Und ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es wird eine kleine Pause geben, nach etwa einer Stunde. Bis dahin dann gute Unterhaltung. Und Hiob sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Heute ist Dienstag, sagt Stemm, das ist Ihnen doch klar, Katz. Aber gestern war doch frei, es ist Montag, ruft Dr. Katz heiter. Es war nicht frei, entgegnet der Schulleiter grimmig, Sie waren nicht da, unentschuldigt. 3 Wochen, dann sagten Sie, Sie kämen am Montag wieder. Katz schwebt, ist ganz leicht wie ein Mäuslein. Ich war krank, ja natürlich, und das Telefon war kaputt. Stemm nickt sarkastisch, aber ja doch. Ich bin es nur eben mal so freundlich, Sie daran zu erinnern, dass heute die neue Schulrätin kommt. Zu wem? Fragt Katz hilflos, noch damit beschäftigt, den gestrigen Tag zu rekonstruieren. Er erinnert sich an nichts. Zu Ihnen, bellt Stemm und lässt den Doktor stehen. Dieser verharrt einen Moment, prüft, ob das alles wahr ist. Er war lange krank, das weiß er. Den Namen der Krankheit kann er nicht sagen, sie hat keinen Namen. Aber jetzt war er wieder gesund. Er wollte ab Montag wieder arbeiten. Wo war der Montag? Wer ist dieser Mann? Wo sind wir? Ja, zufällig fand er einen Doktorvater, den bräsenilen Geschichtsemeritus Schmitz. Dieser ihn infolge mählicher, altersbedingter Ertaubung mit einem strebsamen jungen Verbindungsstudenten namens Kunz verwechselte und also annahm. Passiv ließ sich der Doktorand ein Thema aufzwingen, die Geschichte der Irrenpflege im Banat. 1 Jahr recherchierte er sinnlos vor sich hin, da er sich den Titel falsch gemerkt hatte. Zunächst suchte er nach Zeugnissen irischer Kultur in Osteuropa, schwitzte die Karteikästen der Universitätsbibliothek durch. Irgendwann musste sich der Kandidat eingestehen, dass der vormittägliche Genuss von billigem Schaumwein der Marke Kellergeister wohl der weiteren Laufbahn schaden würde. Und er pflegte seine schon damals wüsten Trinkereien auf den früh beginnenden Abend, zumindest immerhin dauerhaft auf den Nachmittag, schöpfte aus dieser Minimalaskese die lebenslange Gewissheit, es im Griff zu haben, fand ein paar diakonische Folianten und schrieb sie zusammen. Die nur um die 50 Seiten starke Arbeit misslief natürlich entsetzlich. Schrecklich verlief auch das Rigorosum, das zu Katzens Glück durch einen Krampfanfall des germanistischen Beiprüfers verkürzt wurde. Einmal mehr rettete ihn nur seine traurige Mita, die er durchaus berechnend in sein unverhältnismäßig langes Vorwort gepackt hatte. Er wurde mit Rite promoviert. Die Übersetzung genügend trifft nicht den semantischen Hieb dieser bewährten Satz. Ich habe es zu etwas gebracht. Ich habe es zu etwas gebracht. Dass Stemm ihn vollkommen ignoriert und dass sowohl Kollegium als auch Schülerschaft dem Schulleiter hierin folgt wie zuvor, kann er volle 4 Arbeitstage ausblenden, also die gesamte nächste Woche, denn am Mittwoch ist mal wieder eine toxikologische Auszeit nötig. Das ist ja nicht schlimm, solange nicht allzu oft. Und noch einmal hat Katz Glück, Osterferien. Glück, dass er es mitbekommt und nicht wie im Jahr zuvor vor dem verschlossenen Schulhaus randalieren muss. Und Glück, dass alle in einer Schule tätigen berufsbedingt eine gewisse Vergesslichkeit erwerben müssen, um mit allen Kränkungen, Ränken und Attacken jahrzehntelang leben zu können. Die 2 Wochen sind um, er schafft es sich auf die Arbeit zu freuen. Betritt schwungvoll das Schulhaus und der ein oder andere Kollege nimmt ihm zu. Katz ist guter Dinge. Heute ist ein schöner Tag, das Wetter ist schön, der Doktor hat frische Wäsche an. Er hat dann vergessen, wie angenehm das ist. Zeit fliegt dahin, er schwebt herum, noch 3 Wochen, die gehen auch vorbei. Tun sie auch. Katz trinkt berserkerhaft, leert verheerend und erfindet die Jahresnoten. Schuljahresende. Lieber Fritz, schade, dass du mich nicht besucht hast. Die Wochen in der Klinik haben mir sehr gut getan. Mit dem Ballon komme ich gut zurecht.
Damit allein ist es natürlich nicht getan. Was mir sehr hilft, ist, dass ich in Herbert einen Mann kennengelernt habe, der es ähnlich schwer im Leben hatte und auch ganz schön was auf die Waage bringt, was es mir leichter macht, mich ihm zu öffnen. Er liebt mich aufrichtig und hilft mir die Tage ohne Alkohol, Fressen und ja, du liest richtig, Zigaretten durchzustehen. Er ist übrigens auch Lehrer, er muss wirklich gut sein. Selbst in den Sommerferien hat er jede Woche Post von seinen Schülern bekommen. Lieber Fritz, ich will offen sein. Nach meinem Besuch bei dir war ich ein wenig enttäuscht. Ich hatte gedacht, du freust dich über deine Cousine. Wenn ich mich unerwünscht fühle, neige ich dann dazu, den Menschen übertriebene Komplimente zu machen und mich selbst zu verachten. Solche Begegnungen sind nicht gut für mich. Ich werde mich also wohl nicht mehr bei dir melden. Sei mir nicht böse. Deine Laura. Die Hochhaussiedlung flirrt im Sonnenlicht. Wahrscheinlich ist es Sommer. Es könnte sein, denn ihm ist sehr warm. Ich würde so gerne einmal baden gehen, flüstert er aber. Ach, die dicke Frau hat wirklich genug, spießt wütend ein paar neue Hähnchen auf den Grillspeer. Von was reden Sie? Was reden Sie für Sachen? Na, aber das ist doch ganz klar. Katz strahlt die Kopfschüttelnde an. Aber das ist doch nun wirklich klar. Konspirativ senkt er die Stimme, weil nämlich...